Guten Tag, wir fangen auch sofort an mit dem nächsten Spiel hier. Ein wunderschönes PVZ mal wieder. Das ist schon wieder Newkirk, sehe ich gerade. Von ja, LC Con, keine Ahnung, was das heißt. Azure auf jeden Fall in Lila. Ist das ein Betrüger? War der nicht mal VIP? Hat er das VIP Community Team verlassen? Ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall spielt er gegen einen Kollegen. Oh, schlug auf. Elsikon Ügam. Oder Maggie rückwärts? Maggie? Ah, das scheint ein ja, Custom Game, ein CG, ein ja, Trainingsübungsspielchen zwischen diesen beiden zu sein. Diamond der eine, Master der andere. Wer nun Master ist, wer nun Diamond ist, keine Ahnung. Habe ich jetzt vergessen. Ja, PVZ und wir haben ja eben schon mal eins gesehen von Palagrin gegen Homo Zerg. Aber das war nicht so der Hit. Jetzt sind hier die Seiten mal getauscht. Jetzt ist hier der Zerg und da der Protoss. Vielleicht hilft das, dass das hier mal ein bisschen runterläuft. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das andere Spiel schlecht war. Das andere Spiel war super geil zum Angucken. Aber mal schauen. Heute bin ich übrigens recht fleißig. Ist schon das 8. Replay, was ich hier durchziehe. Ich werde jetzt aber nicht alle auf einmal hochladen, sondern so habe ich jetzt halt ein bisschen vorgearbeitet. Da kann ich jeden Tag mal eins hochladen. Und denke ich mal, das ist ganz cool. Oder ich könnte schon alle hochladen und dann alle der Reihe nach freischalten und so. Das ist ganz nett. Ja. Pool hier bei Maggie. Natürlich ist ja ZVP. Da spielt man ja Pool First. Pool First hier vorne. Pelön. Forge. Ich finde das immer nicht so doll, wenn der Pylon mit im Wall-In ist, wenn man halt den Pylon hier baut und den Forge dann da ran. Aber es ist halt eine große Rampe und dann möchte man die wahrscheinlich recht schnell zu haben. Und das gewährleistet er hier mit diesem Pylon in dem Wall-In. So, Nexus kommt hinterher. Die Hedge konnte nicht geblockt werden von Azure. Ich glaube, der war mal VIP, oder? Der Betrüger. Der Betrüger. Hier, Gastrick nochmal, um da nochmal ein paar Linge bauen zu können. Naja, jedem das seine. Gateway, zweiter Pylon. Ja, wie gesagt, normalerweise sehe ich es halt nicht so gern. Aber auf der Map geht es halt einfach, glaube ich, auch nicht so anders. Weil es halt eben diese Riesenrampe ist. Ja, ist es halt nicht so, ne, ihr wisst schon. Hier ist es okay, sage ich mal. Ideal ist es nicht. Aber hier ist es halt im Sinne des schnell Zukriegens, hier ist es okay. Also, ja, Azure, hast du super gemacht. Schick. So, gucken wir mal. Queens im Bau und noch kein Gas bei Zergi. Jetzt hier bei Protoss, aber natürlich bei Zerg auch erstmal das dritte Gerät, die dritte Hedge hier gestellt. Und... Ihr wisst es schon, meine Standardfrage im PVZ oder beziehungsweise ja doch im PVZ. Was gibt es denn? Gibt es denn hier gleich nach dem Chor ein paar weitere Gateways? Eine Robo? Ein Stargate? Eine Twilight Council? Irgendwas? Also Gateway, Robo, Stargate, Twilight mit plus 1? Was weiß ich? Auf jeden Fall hat der hier Schiss. Junge, dein Schlitz ist hier vorne und nicht hier hinter. Kriegsdienstverweigerer hier. Was ist da los? Auf jeden Fall, Chor ist fertig. Doppelgas ist saturiert. Bei Zerg wird erstmal nur gedroht. Schon unspielbar, sagt Maggie. Ja, das will irgendwie hier in dem Spiel Probleme mit der Latenz. Lag, sagt er, ja. Also schon mal eine kleine Mini-Ausrede für den Fall, dass es nicht funktioniert für Maggie. Ah ja, war der Lag. Ja. Schauen wir mal. Queen kackt einen ab. Die nächste Olle geht hier zur Hedge unten. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Gas wird jetzt hier geholt und jetzt gibt es Roaches hier für Maggie. Und was macht der Protoss?
Robo. Plus 1 gibt es hier erstmal noch nicht. Jetzt hat auch der Bersi erkannt. Ach, hier vorne muss ich ja hin, ja. So, Lukentechnik wird erforscht. Und ja, es gibt also ein Robo mit eine... hier, mal gucken, wie viele Gateways da so kommen. Und wann er hier mal ein Plus 1 bringt. Jetzt wären 100 Minerals da. Um das mal zu starten. Ab jetzt, oder bis jetzt ist es hier nur standardmäßig 4-Gate-Robo. Doppelgas jetzt auch in der Natural genommen. Aber wann kommt hier das Plus 1 Upgrade? Oder kommt es gar nicht? Wer weiß das schon? Ah, da ist es doch. Sehr gut, darauf habe ich gewartet. Und beim Zerg jetzt noch weiteres Gas in der Natu. Roach Warren ist fertig. Die ersten 4 Stück sind mal im Bau, aber die sind, denke ich mal, nicht hier groß zum Trampf machen. Sondern eher einfach nur mal so ein bisschen hier, falls hier mal eine Probe kommt, falls hier mal ein Bersi kommt, sieht man ja auch hin und wieder, dass mal hier so ein, zwei Bersis mal auf so eine dritte geschickt werden. Dass man die damit verteidigen kann. Er hat ja auch keine Spinecrawler gebaut. Damit hat er hier halt das Ganze schon mal wieder so ein bisschen safe gemacht. So eine mobile kleine Mini-Eingreiftruppe. Ja, Sporecrawler auch für den Fall, dass da Phönixe, Oracles oder was weiß ich, TTs oder sowas kommen. Ja, ganz unaufgeregt, ganz entspannt macht er das hier. Hat er hier die Robo gesehen? Nö, von der Robo weiß er nichts. Ja, ein paar Sentries hier schon mal reingeholt. Mothership Core Star, erster Immortal im Bau. Die drei Luken gehen auf 74 zu 93 aktuell. Das ist Supply. Der erste Observer fliegt hier auch mal über die Map. Der fliegende Mini-Dildo, wie ich es immer gerne nenne, hier mit so einer schönen Spitze für die Frau. Schön, rockel, rockel. Geht it los. Circling Speed und ja, weiß nicht, hier so T2 könnte man ja mal anschmeißen, hier so in der 10. Minute. Wäre das schon mal eine Möglichkeit? Und was macht Azur? Wer wird mal aggressiv? Ja, aktuell beide super passiv. Hier auch bei Protoss schon 1000 Overmins, könnte mal warpen. Und vor allem auch eventuell weitere Gateways spielen, wenn er hier das als Two-Base All-In veranstalten wollen würde. Oder halt eben mal eine dritte Base nehmen. Aber erstmal wird reingeworbt, neuer Immortal wird gebaut. Nach der Warp-Runde, wir sehen es hier immer noch, knappe 800. Sollte er wirklich mal daran denken, weitere Gates oder halt eben den, hier, ne? Exo und so. Ja, bei Zerg, was sehen wir da? Speed gleich fertig, Double Evo kommt noch mit dazu. Jetzt der T2, super, super spät. Keine Ahnung, was da mit ihm los war, beziehungsweise ist. Mit Maggie. Roach ist auf jeden Fall hier schon mal ein paar mehr jetzt gebaut. Hier drüben nochmal der Scout, noch keine dritte Base. Und ja, Azure kommt mal raus. Ja, plus 1 ist dabei, plus 1 Armor kommt. Nächster Immortal baut, weitere Gateways. Jetzt kommt auch der Nexus. Und irgendwo habe ich eine Twilight Council gesehen. Ja, da ist sie. Also er holt sich jetzt dann endlich mal den dritten Nexus. Zerg mit fast 3000 Overmins mittlerweile. Injected auch irgendwie nicht. Was ist da los? Ja, so viel hat er ja nicht zu tun. Gerade 1-1 läuft jetzt. Hier Speed mal anschmeißen. Aber vielleicht hat er wirklich doch mehr mit seinem Leck zu kämpfen als mit seinem Gegner hier. Aber trotzdem, also da kann man schon mal ein paar mehr Knöpfe drücken. Auf jeden Fall ist hier schon mal der Observer down gegangen. So, jetzt gibt es hier Roach Speed, weitere 10 Roaches, aber vom Timing her ist das halt hier Minute 12, eine Handvoll Roaches, kein Speed, keine Upgrades, also toll ist das nicht, was Azure hier gerade, Maggie gerade da macht. Ah, die vierte Base könnte dann auch so langsam mal an Start gebracht werden für Lezerk. Blink, wie gesagt, hier auf der Seite und ja, ansonsten geht hier alles seinen Weg. Dritter Nexus, wie gesagt, ist ja gleich ready. Ja, Zerg will wohl hier expandieren. Hier ist gerade eben noch irgendwie was von Protoss kaputt gegangen. Vielleicht ein halluzinierter Phönix. Oder ein Observer. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade nur kurz blinken noch sehen hier auf der Minimap. Was gut ist hier bei Maggie, fliegt jetzt überall mit Overlords hin. Holt sich überall schön die Vision. Die Rocks hier sind weg. Nächste Base im Bau. Gefällt mir übrigens nicht so sehr. Ich hätte eigentlich die hier erwartet, oder? Die ist doch eigentlich eher so eine super Late-Game-Expansion hier, weil hier willst du ja nicht so unbedingt hin, weil das ja hier zum Gegner hin ist. Die hier oben wäre da, naja, ist egal, er ist hier der Diamond- oder Master-Spieler, er muss das besser wissen. Speed auf jeden Fall gleich durch, 1-1 ebenfalls und Azur fragt, hast du Gas? Ja, ein bisschen, so 900 fast. Aber hier mit 4 Immorteln muss er sich nicht, oder da möchte er sich nicht unbedingt anlegen. Auch wenn das hier gut aussieht, was er hier plant. Er will hier frontal und von hinten noch mit einer Handvoll Roaches reingehen.
Aber da sollten genügend Forcefields sein. Zumindest auch hier die Immortal. Ihr guckt mal an, die brettern sich hier. Ja, ordentlich einen rein hier. Ich meine, einer ist kaputt, aber das sollte reichen. Den Nexus-Kanone noch mitgezündet. Da kommt nochmal ein vierter Immortal wieder die Rampe runter. Da geht alles Schrott. Bei Maggie, zumal auch hier die Hydras nicht gut getimed dazugekommen sind. Aber 20 Stück jetzt hier im Bau. Ja, 20 weitere Hydralisken bei Maggie. Ja, und er hat ja auch schon das Speed-Upgrade hier. Aber dafür das Range-Upgrade noch nicht. 2-2 läuft bei Protoss 1-1 fertig. 2-2 läuft dort auch. Das ist etwas eher da, genauso wie hier der Storm-Tech mit dabei. Kolosse jetzt mit dabei. Also Double-Splash, den er sich jetzt hier gönnen könnte. Egal wie er es macht, ob er nur Storm erforscht oder mit den High-Temps Archons morpht. Double Splash wäre auf jeden Fall drin. Observer hier drüben sieht, was da alles auf ihn zukommt. Die Hydras, die man hier schön sehen kann, Off-Creep jetzt auch. Naja, nicht super schnell, aber schon ziemlich schnell. Ja? Und vor allem schneller als vorher. So, Bersis, kein Charge. Die Stalker haben Blink. Und jetzt wird das natürlich schon eine Spur ekelhafter hier für Azur mit so vielen Hydralisken hier. Da soll er sich nicht zu weit rauslocken lassen. Ja, nochmal ein paar komische Forcefields. Aber jetzt kommt hier der erste Koloss angerackelt. Hier hat er schon Range. Nein, noch keine Range. Ah, Linge von hinten. Ein bisschen gecreepy hier, damit das hier Ganze nochmal ein bisschen schneller vonstatten geht. Ah, hier der Schlitz. Ah, nochmal schön reingeworbt hier von Azur. Da hat er aufgepasst. Jetzt nochmal hier der Feind. Ein Koloss mit dabei. Die Stalker von hinten wollen mitmachen, kommen nicht dazu. Guardian Shield. Koloss ohne Range geht natürlich sehr, sehr schnell down, aber auch der Zerg hat hier richtig viel verloren. Nur um diesen einen Koloss da unbedingt zu killen. Und jetzt mit einem Fake-Koloss geht's nochmal drauf, aber ich glaube, das hat der Zerg geschnallt, dass das hier kein echter ist. Ja, Zerg mit 3000 Overmints sollte vielleicht mal hier mit ein paar Makro-Hedges noch versuchen, die Kohlen auszugeben. Er braucht auf jeden Fall mehr Gas, im Holt er sich jetzt auch. Hier die Base hätte ich jetzt schon längst mal gerne gesehen. Aber mal gucken. So, ein Fake-Koloss, ein normaler. Range-Upgrade ist dreiviertel fertig. 3-3 jetzt hier schon unterwegs. Da ist beim Zerg gerade mal 2-2 am Laufen, beziehungsweise kurz vor der Fertigstellung. Wer gewinnt das hier? 190 zu 190. Wir checken mal den Worker-Count. 86 zu 74. Also der Worker-Count ist ja fast okay hier bei Zerg, aber er könnte halt einfach nochmal hier Bases nehmen. Ah, er nimmt sich jetzt diese hier auch. Das, okay. Immerhin nimmt er eine. So hat er eigentlich Storm sich hier erforscht. Nö, kein Storm. Mars Hydra, aber ob das so gut funktioniert, wenn jetzt hier gleich zwei, drei Kolossi dabei sind und auch noch mit Archons hier rumgeschossen wird. Das ergibt sich wie so eine Pferdeherde an, oder? Habe ich vorher noch gar nicht so richtig registriert hier, diese Sounds. Auch vorhin schon in dem Einspiel mit den Lingen. Ah, die Forcefields sind ganz sexy. Kann er sich hier schön den Zerkerhaufen vom Leib halten. Zwei Kolosse braten hier rein. Einer geht kaputt, aber der hier hat ordentlich ausgeteilt. Ah, und jetzt kriegt er seine ganzen Hydras hier abgerissen. Jetzt gibt's Storm, jetzt gibt's Double Stargate, jetzt gibt's High Temps und auf der anderen Seite 30 Roaches und Enduring Locust. Also es soll den Swarm Horst geben. Wie ich ja gehört habe, soll der MPVZ ja richtig gut sein. Ah, Schlückchen Energy. Ah, ja. Sehr gut. Ja, diese Large Sounds hier. Oh, hier. Enduring Locust. Und der Rotsch ist hier. Ach, wie sie laufen. Guck mal. Hier los. Was rennen die denn da einfach so rein? Die bescheuert? So, Roaches. Auch die hier volles Rohr am Trippeln. Liegt das jetzt nur an meinem Headset, dass das so gut klingt, dass ich jetzt auch mal solche Sachen höre? Oder ist das wirklich ein Hotz? So krass, dass sie jetzt so eine krassen Sounds machen. Ja, es kann auch so ein bisschen mit am Headset liegen, denn ich habe jetzt ein richtig gut, nicht Headset, Kopfhörer. Wo ich bei manchen Musikstücken Sachen raushöre, die ich vorher nicht gehört habe. Also der Kopfhörer ist schon extrem gut. Und jetzt kommt der gute Azure.
Gateway Mix, Immortal Coloss, High Temp und hier Roach Only, ein paar Swarmhorster hier. Ja, ein paar ist gut, es sind immerhin 13. Eine Handvoll Rotches hier mit dabei. Storm, ja, breit aufgestellt, aber hat glaube ich keinen Observer hier mit dabei, oder? Aber er könnte ja ungefähr mal draufstormen. Er weiß ja ungefähr, wo die sind. Man sieht ja, wo die Dinger rauskommen. Aber er stormt über hinten die Roaches. Also ich fände es geiler, wenn er hier auf die Swarmhosts stormen würde. Ja, die nehmen jetzt hier halt so ein bisschen Splash, die Swarmhosts, weil er halt hier die Locust killt. Ja, und jetzt storm doch hier mal drauf, Junge. Ah, sehr gut. Ja, einer ist hier mal mittig down gegangen. Zweiter, dritter Storm hätte da nochmal helfen können. Aber hat er nicht, hat er nicht. Ja, und somit kann Maggie ihn hier doch nochmal zum Teufel jagen, zurückschlagen. Und er nimmt auch hier diese Expansion. Komischer Stil, wie sie es hier beide machen. Aber gut. So, die Swarmhosts bewegen sich nach vorne. Stalker zurück. Weitere Kolosse sind hier im Bau. Double Robo, 7 High Templar. Ja, wohl dem Protoss, der sich mal eben 7 Templar reinwarpen kann. Das ist kein Problem. Hier 2 Kolosse baue ich auch. Oh, ja, weil diese Locust-Viecher, die sind so strong. Ach, schade, dass man dafür einen Storm jetzt hier, naja, was heißt wasten muss. Aber die hauen halt tierisch rein, ne? Die haben nur eine kurze Lebenszeit, aber an der richten sie richtigen Schaden an. Das ist wie hier die Doppelfolge von Voyager mit der Equinox. Kennt ihr die? Ja, mit diesen Viechern, die sie da missbrauchen. Sie können in unserer Umgebung nur kurze Zeit leben, aber in der Zeit richten sie unfassbaren Schaden an. So, also Swarmhouse, Roach, Hydra. Angenehme Kombination hier für Maggie. 200 Supply gegen 150 von Azu. Aber 3 Kolosse, Kanonen, Hightems von hinten nochmal reingeworbt. Ah, so eine Engstelle ist natürlich super jetzt hier für den Protoss zum Verteidigen. Mit diesen Mars-Kolossen braten natürlich auch richtig fix. Ihr seht das. Die Dinger weg hier, die Locus, aber plus 3 tut natürlich nochmal was dazu. Aber wenn man halt hier so eine etwas engere Stelle verteidigen kann, so wie hier, wo halt diese Swarmhouse Locusts recht komprimiert, sage ich jetzt mal, sind, sodass die Kolosse hier maximal ihren Schaden auf eine Stelle konzentrieren können, dann hauen die natürlich richtig krass rein. Wenn er jetzt hier vorne gefeiert hätte mit so einer riesen breiten Fläche, wo halt hier Locus sind, da Locus sind, überall Locus sind, dann wäre das nicht so gut gewesen. Deswegen ist es hier gut von Azur gewesen, dass er eben sich hat nicht rauslocken lassen, sondern eben entsprechend da stehen geblieben ist. Und jetzt haben wir auch hier so einen Flattermann. Eine Viper. Mit diesem Morgensternschwänzchen hier dran. Ja. Also, Mars, Rotch, Hydra, Swarmhost mit ein paar Vipern. Nächsten Base ist hier oben. Und Protoss, keine weitere. Hier soll aber jetzt, aber geht nicht. Wo bleibt er denn? Ach, da. Ich gehe mal kurz in die Vision. Und jetzt kommt's. Wir können nicht standhalten. Und hier vorne kann nicht standgehalten werden, weil Action. Ah, Void Race. Aber das kann der Protoss, glaube ich, hier abreißen. Ja. Da wird zwar nochmal mit Abdukt ein Koloss rausgelutscht, ja, aber das hält er hier, kein Problem. Roach Hydra, volles Rohr weggebraten, hier die Kolosse, guckt euch an, 4 Stück hier, geil. Ja, Reinforcement mit 42 Roaches. Alter Schwede, 42 Roaches werden hier gebaut, meine Damen und Herren. Ah, hier vorne kommt ordentlich was an, muss er mal attackieren. Aber da kommt, was kommt denn da hier? Alles voll mit Rotches. Ist das widerlich? Ja, aber hier stehen 4 Kolosse. Ah, da wird nochmal einer rausgelutscht. Der platzt ja auch. Das Gerippe hier hat noch ein zweiter hier. Der geht auch kaputt. Er kann ihn tatsächlich zurückschlagen. Und hier die Rotches, wie sie losstürmen. Kriegt er noch den letzten Koloss auch noch? Ach du große Güte. Ekelhaft. Aber hier sind schon wieder 2 neue. Bersen, Stalker, Archons. Alles mit dabei. Forcefields hier. Klack, klack, klack. Und alles tot machen. Er hat doch Sandbreeze hier dabei gehabt. Ach, wäre das schön gewesen, wenn er hier das alles zugemacht hätte, dann wäre alles tot gewesen. So, aber er sollte jetzt langsam mal hier den Kollegen abreißen. Beide hier mit massiven Overkohlen. Ja, hier geht nicht und baue ich da drüben. Kein Problem. Auch gut. Kein Problem hier für Azure.
So, Ultralistenbude wäre da, noch kein stetines Plating. Wie sieht's hier aus mit den Upgrades? Ja, hier plus 1 Melee läuft, das andere ist schon auf 3-3. Und wie sieht's bei Protoss aus? Der holt sich jetzt die Schild-Upgrade nach der Upgrades, nachdem er ja hier schon 3-3 fertig hat. Ah, hier vorne kommt jetzt nochmal der Creep-Modus vom Overlord, aber ja, der Nexus ist schon im Bau. Bin ich mal gucken, ob er da, bin ich mal gespannt, bin ich mal gucken. Bin ich mal gespannt und da, oder mal eben gucken, ob er da, mal einen Ling-Run bei irgendwas draufkriegt, aber erstmal nicht, denn der Kollege Azure dröhnt hier volles ballettmäßige Rohr los. Volles Ballett, volle Dröhnung und reißt ihm hier die Base ab. Hier hinten, ah, jetzt kommt da doch dieser kleine Ling-Run bei, wie es halt gerade sagte. Und ja, Linge gegen den Nexus hier oben, aber diese Armee, ob er die nochmal kaputt kriegt. Er baut nochmal Roaches nach. Wo ist denn die Armee von Zerg? Hier vorne, Roach Hydra, aber die Roaches hinten, die Hydras vorne. Das natürlich Mist. Das ist natürlich Mist. Die Vipern keine Energie für gar nichts. Und das natürlich scheiße auch, wenn der Nexus hier oben nochmal kaputt geht. Aber diese Armee, wie gesagt, die kriegt er nicht mehr kaputt, oder? Kriegt er sie doch nochmal kaputt? An Time Warp hätte ich jetzt nochmal sexy gefunden, aber da geht er down. Der Mothership Core, die Void jetzt nochmal im Turbo Charge. Ein Koloss noch mit dabei und der Zerg kriegt hier doch nochmal einiges abgerissen, weil der Protoss scheiße steht. Au, 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 au. Na, versucht die nochmal einiges. Die hätte schon ein bisschen angerackelt. Und der Templar so. Ja, schade. Das sah eigentlich richtig gut aus hier für Azur mit der Armee, aber irgendwie hat er dann doch nochmal alles abgerissen bekommen. Naja. Naja, kommen wir mal hier. Gucke, der Nexus geht nicht, da war Schleim. Hier vorne abgerissen. Naja, nehme ich den. Richtig gut. Hier nochmal ein paar Roaches am Durchrennen. Da kann er leider mal die Luken aufmachen. Genau, wenn er jetzt hier sieht, ach, da sind ja Roaches. Ja, hier könnte man aber nochmal den Nydus eventuell erwarten. Er hat ja hier Nydus irgendwo hingepflanzt vorhin. Wo war er denn? Ah, hier. Ah. Roach ist immer noch nicht geklärt. Will er auch nicht, weil er hier vorne gerade am Fighten ist. 200 Supply wieder bei Maggie gegen 150 vom Protoss. Er geht auch munter hin und her. Jetzt gucken wir mal hier. Units lost, der Zerg mit etwas höheren Verlusten. Etwas ist gut, 10.000. Und hier vorne endlich mal die Roaches geklärt. Ah, der schwarze Mann hier mit schwarzen Hitpoints. Ein Hitpoint. Und hier drüben die Roaches mit dem Arsch an der Wand. Hier, Hilfe, Hilfe. Wieder zwei Kolosse. Ein Templar ist noch dabei mit Storm. Ja, toller Lag. Das dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, ja, ja. Ja, Zerg out of Minerals. Letzter Koloss rattert los. Und da kommen nochmal 18 Roaches hinterher. Aber wie gesagt, der Zerg hat einfach kein Geld mehr jetzt. Ja, ist natürlich der Leck wieder dran schuld. Aber ansonsten war es trotzdem halt ein sehr schönes Spiel. Ja, und supply-mäßig ist auch gar nicht so viel Unterschied, aber trotzdem. Ach, Azur gibt jetzt das GG. Wieso denn das? Wieso schmeißt er denn das Spiel weg? Der Zerg, das ist alles, was er noch hatte und der hat noch 2000 Mints. Einmal reingewarpt hier, 50.000 Stalker, das ist aber auch blöd. Da schmeißt er das Spiel weg hier, der Azur. Oder was sagt ihr dagegen dazu, Leute? Zwei Kolosse sind noch im Bau. Ja, er hat hier Mars Gateways, da kann er sich nochmal 20 Stalker reinwarpen. Ja, hier die Worker, die kann er hier noch, aber gut, braucht er nicht. Er kann die hier noch hinschieben. Also das Spiel ist auf keinensten verloren, das hätte er gewonnen. Ja, der Zerg, wir gucken mal aktuell hier aufs Income. Beide low, ja, aber Protoss 14, 15 Worker vorne. Eine Running Base mehr, wenn er jetzt die Worker halt hier rübergeschoben hätte mit den Kolossen und diesen Stalkern und mit den 2000 Kohlen, die er noch hat. Der hätte das hier locker gehalten. Hier, sag mal, auch die vier Hydras, die hier vorne noch rumflitzen. Also, mein lieber Azur, das Spiel hättest du gewonnen. Ganz klarer Fall von, weiß ich nicht. Ha. Aber gut, falls du das siehst hier, Azur, schreib mal drunter. Also, das hättest du gewonnen. Na, Junge, was ist da los?
Nun gut, ich für meinen Teil werde mich jetzt hier erstmal wieder aus dem Spiel ausklinken. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, abonnieren, kommentieren, liken, Daumen hoch anklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen. Adieu.